Wie ihr seht, unser Hafer ist reif und damit willkommen hier zu der Bio Valley auf The Valley's Old Farm. Wir werden jetzt Hafer ernten. Dafür habe ich schon mal unseren Anhänger vom Händler geholt. Den habt ihr auch noch nicht gesehen. Wir haben einen Fliegel Gigant ASW 271, also nicht ganz klein. Und ich finde die Animation auch ganz cool von dem. Und wir werden jetzt unseren Mähdrescher holen. Der steht hier auch schon in der Ecke. Und der Mähdrescher ist schon so ein bisschen was Besonderes. Und zwar ein John Deere S700 Series mit so einer Sonderlackierung, die ich ganz nett fand. Und ich dachte mir, die nehmen wir doch mit. 7,50 Meter Schneidwerk, also so ein bisschen was kann man damit auch schon bewegen. Ich würde sagen, Motor an, den schön aus der Innenperspektive, ab zum Feld und dann geht's auch schon direkt los. Schön die Haferernte, denn bekommen wir auch unser erstes Stroh, was natürlich auch ziemlich geil ist, weil ja, Stroh haben wir aktuell noch nicht. Und Stroh ist einer der wenigen Dinge, die wir noch benötigen, damit wir, hier, wie heißt, damit wir unsere Tiere komplett versorgen können. So, ich würde sagen, den hängen wir jetzt mal ab. Das ist so eine Sache, wenn ich jetzt einsteige und aussteige, könnt ihr sehen, wie sich hier alles zusammenklappt. Auch unsere Monitore. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und ist auch mal was anderes, ne? Wobei, ob der eine Monitor sich jetzt auch jedes Mal, wenn wir ein- und aussteigen müssen, ausklappen muss, weiß ich nicht. Tut er aber und ist, ja, besser als gar keine Animation, ne? So, hier ordentlich anhängen. Zapfwelle ran. Und damit sind wir startklar und einsatzbereit. Sehr schön. Ich würde allerdings ganz gerne, glaube ich, nochmal die Haspel runter machen. Natürlich stellt man die Haspel eigentlich dem Getreide entsprechend ein. Ich mache die immer ganz nach unten hier im Spiel, weil es ist ja nur ein Spiel und den sieht man doch ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, ab ins Feld. Mal gucken, wenn wir jetzt reinfahren, ob wir auch richtig eingestellt haben. Also, hier, wie heißt die Strohablage. Erstmal hier Gerät anschalten. Schneidwerk runter. Jo. Strohablage ist aktiviert. Perfekt. Wir können auch GPS aktivieren und dann hier richtig ordentlich dreschen. Das erste Mal hier auf unserem Spielstand, auf dieser Farm mit einem Mähdrescher unterwegs sein. Und das ist ja auch seit, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal so einen großen Mähdrescher gefahren haben. Das ist wirklich schon länger her, ne? Also, die anderen Projekte waren immer relativ klein, die Mähdrescher. Habe ich so in Erinnerung. Ich kann mich aber auch täuschen. So, hier aus der GPS-Bahn. Das ist natürlich nicht das perfekte Feld für GPS. Wir haben hier ja doch ja, sehr viele Kurven. Am besten fährt man das, glaube ich, obwohl im Real Life könnte GPS wahrscheinlich das ganze Feld hier befahren, hier im Spiel nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt, dass GPS hier auch Kurven und so fahren kann, also so sehr autonom fahren kann, dass er hier wirklich komplett fährt. Weiß ich nicht, ob das geht hier im Spiel. Wir werden jetzt aber die Bahn da hoch runter auf jeden Fall mit GPS fahren. Das ist so mein Plan. Und ich glaube, der Plan ist auch nicht schlecht. Und ich habe so das Gefühl, dass wir zumindest, was das Stroh angeht, dass wir hier einiges an Stroh zusammenbekommen und dass das auch ausreichend viel sein wird. Für, ja, Mischfutter und für das Einstreuen der Kühe.
da bin ich sehr überzeugt von, dass es gut sein wird. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass es tatsächlich hier scheinbar sehr gut funktioniert, was das Gucken aus der Endperspektive ist. Also gerade mit dem 21:9 Monitor funktioniert das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Schönes, breites Bild. Also ich habe mich wirklich vor 21:9 als Monitor sehr lange gewehrt. Vor allem auch wegen YouTube, weil 16:9 ist da ja immer noch das Ding, was Let's Plays angeht. Aber ich bereue es kein Stück, 21:9 Monitor gekauft zu haben. Es ist so viel besser als ein 16:9 Monitore. Im Videoschnitt, beim Zocken. Es ist einfach so viel geiler. Und auch wenn man jetzt 16:9 Videos guckt, stört es nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich wirklich mir einen großen Monitor gekauft habe und keinen kleineren 21:9. So. Ich habe auch überlegt, ob wir hier die richtig krassen Vorgewände, sowas wie hier, ohne Strohablage machen, sondern Stroh einfach aufs Feld werfen. Aber wir werden einfach hier komplett Strohablage machen. Ist glaube ich, besser. Ist, glaube ich, besser. Schön. Ich bitte um ein Däumchen nach oben, falls ihr Bock auf dieses Projekt habt, falls ihr Bock auf der Bio Valley habt. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Eine zweite Runde werden wir wohl nicht fahren können mit dem Korntank. Obwohl, könnte knapp werden, ne? Wir sind noch unter 50%. Die zweite Runde wird ja auch ein bisschen weniger. Aber wenn wir oben sind, wenn wir jetzt einmal die erste Runde gemacht haben, werden wir auf jeden Fall einmal den Korntank ausleeren. Ertrag ist eher nicht so gut. Also auf jeden Fall unter 100%, so wie es aussieht. Also ich glaube, Gelb war unter 100%. Ist aber, ich sag mal, wir haben das Feld ja übernommen, wie es war. Wir haben jetzt keinen Dünger drauf gemacht. Wir haben es nicht mal selbst angesät. Von daher ist das okay. Man nimmt es mit, wie man es bekommt, sag ich mal, ganz doof. Und dafür es ist geschenkt, ne? Und geschenkte Dinge nimmt man ja gerne mit. So. Und auch für die nächste Ansaat, bevor wir das nächste Mal hier ansehen, werden wir hier auf jeden Fall das Feld noch größer pflügen. Sag mal, die Stelle hier brauchen wir nicht, die Wiese. Den Platz, auf den können wir gut verzichten. Da können wir lieber ein bisschen mehr Feld uns gönnen. Und ich würde sagen, erste Runde ist fertig. Dann klappen wir auf jeden Fall das Rohr einmal aus. Das ist ganz schön niedrig. Aber es täuscht, ne? Es täuscht. So. Ich finde die Animation von dem Anhänger ganz cool, wenn wir ihn jetzt ausklappen. Machen wir mal eben. Schön hydraulisch, zieht sich zusammen. Sehr nice auf jeden Fall. Sehr cool gemacht. Dann fahren wir mal unter unser Rohr und holen uns den ersten Hafer in den Anhänger. Sehr geil. Sehr, sehr schön. So, können wir den Motor wieder ausmachen. Da überlädt es sich. Sehr nice. Ja, da fließt es. Da fließt es. Schön, wie es fließt. Sehr cool. Leute, ich würde sagen, wir steigen in den Zeitraffer rein, damit wir hier das Feld fertig kriegen. Let's go.
rausmanövriert, ohne eine einzige Kuh zu treffen. Das war ja fantastisch. Auch wenn wir den Stall ein bisschen touchiert haben. Ist okay, kann man machen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, ich würde mich mega über ein Abo freuen. Vielleicht schaffen wir ja die 7000 noch dieses Jahr. Nächste Folge werden wir unsere Luzerne-Silage aufdecken, denn die ist noch nicht ganz fertig, also denke ich mal. Und dann werden wir mit der Luzerne-Silage und auch dem Stroh, was wir natürlich auch noch pressen werden, Futter machen für die Tiere. Ich glaube, das wird fantastisch, dann kriegen die auch endlich mal richtiges Futter. Ich bedanke mich, bis dann, danke und ciao!